ihr Hübschen, eine kleine Eilmeldung von mir, denn mich haben heute folgende Bilder und Videos erreicht, die ich euch gleich zeigen werde, aber erstmal dazu werde ich ein paar Sachen sagen. Also erstmal hat, also ich meine, ich hatte sozusagen Außenreporterin irgendwie zugange. Dazu möchte ich erstmal sagen, in Münster der Hauptbahnhof hat auch irgendwie das Dach verloren. Somit habe ich auch ein Bild, das zeige ich euch gleich natürlich. Und dann habe ich noch Bilder aus Dortmund und Hamm bekommen. Und in Hamm ist der Potti leider umgekippt. Also weggeflogen, umgekippt, wie auch immer. Darüber bin ich sehr traurig, aber ich hoffe und ich denke, dass er in den nächsten Tagen wieder aufgesetzt wird. Also aufgebaut und aufgestellt. Ansonsten ist in Dortmund auch einiges umgekippt, so wie ein Baum. Dazu möchte ich auch sagen, diejenigen, die jetzt dadurch ihr Auto verloren haben, wünsche ich alles Gute, dass sie schnellstmöglich wieder mit fahrbarem Untersatz durch Dortmund fahren können. Ist es ja sehr schade, aber was soll man machen, wenn die Bäume einfach umkippen? Naja, ich habe natürlich darüber auch ein paar Innenaufnahmen gemacht, denn ich war ja hier und die zeige ich euch dann auch. Also wünsche ich euch viel Spaß mit den folgenden Bildern und Videos. Langsam, Jeppo. Guck mal, wie das hier aussieht. Überall sind die Äste runtergefallen. Meine Güte. Ja, wir müssen ja raus. Der Hund muss ja Pipi machen und so, ne? Ja, mach mal schnell deine Geschäfte, damit wir da schnell reinkommen hier. So, ich wackel auch ein bisschen, ist auch nicht schlimm, ne? Ganz gute Kamerafrau hier. Oh. Mir ist kalt, Leute. Meine Finger frieren ab. Ist ein bisschen am Nieseln, am Regnen. Jacko, geh Pipi machen und scheißen. Der guckt mich an. Der kann auch nicht richtig laufen hier. Also ich meine, hier liegen überall die Äste jetzt rum. So ein bisschen da hinten mehr als hier. Da, Jacko springt über alle Äste. Hopp, hopp. Huch, und ich falle auch gleich hin. Habt ihr wenigstens was zum Lachen, wenn ich dann da liege? Jacko, jetzt mach doch mal. Alle Geschäfte, die man so machen kann. Aber nur große. Damit mehr Geld reinkommt. Jacko, komm schnell, ist kalt. Oh. Jacko, Pipi machen scheißen. Drehen die Finger ab. Ich habe auch was Schweres angezogen. So, ja. Damit ich auch auf dem Boden bleibe. Habe ich mir so gedacht. Oh. Komm jetzt, Jacko. Was ist denn wahr? Meine Güte, ne. Hier ist es denn wahr? Komm jetzt, komm. Hier gibt es Überläste, hier liegen Überläste rum.
kein großes Geschäft heute. Komm hier lang, geradeaus. Komm halt langsamer weiter beim Lesen, weil der Wind mir so, ja, da kriege ich immer, denke ich immer so, ja, Baum bleibt stehen, Bäume bleibt stehen, Bäume, die bleiben schön stehen, ihr bleibt stehen, ja, wunderbar, ihr bleibt alle stehen, ich hab euch lieb. Ja, ich hoffe, ihr habt euch ein Bild von diesen kleinen Sachen gemacht. Ach ja, ich hatte natürlich auch noch Bilder gezeigt von meiner Gassi-Runde, denn hier ist ja natürlich auch ein bisschen was umgekippt, aber es waren nur Zäune. Genauso wie die Zäune, die ich dann auch noch gezeigt habe, die sind auch alle gefallen. Also, ich sag mal, es sind nicht nur Bäume gefallen, sondern ein paar Zäune haben es wohl auch weniger überlebt. Das ist sehr schade und trotz alledem hoffe ich, dass diese Zäune auch bald wieder stehen. Oder zumindest neuere Zäune, weil bei den einen Zaunen, da sieht das erst aus sehr morsch, genauso wie ein paar Bäume, wenn sie morsch werden oder besser gesagt, halt von innen, ja, irgendwie leerer, dann haben sie halt auch keinen Halt mehr und deswegen fallen sie nach ein paar Jahren. Aber die Bäume, die jetzt hier in Münster sind, die hoffe ich, dass sie heute noch alle stehen bleiben und dass sie Kraft haben und, ja, standhaft Kraft haben und einfach ihre Wurzeln und ihr ganzes, was auch oben alles rumsitzt, stehen bleiben sozusagen. Dass weiterhin halt, solche Sachen weniger passieren. Naja, auf jeden Fall sind bei diesen ganzen Sachen und Bildern, die ich euch gezeigt habe, keine Menschen und Tiere zu Schaden gekommen. Zumindest bei meinen Bildern. Und die anderen Bilder, da weiß ich weniger von, weil ich schaue ja kein TV. Also wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen und bleibt schön standhaft auf dem Boden und haltet euch fest.